Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in der War Within unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus der Kategorie Erkunden und dort unter War Within haben wir das Achievement Glyphenjäger aus Heilsturz. Für dieses müssen wir Folgendes machen: Erweckt die folgenden Glyphen des Himmelsreiters in Heilsturz und das sind insgesamt 10 Stück und ich würde sagen, die fliegen wir jetzt einmal alle zusammen ab. Dann schauen wir uns mal die Glyphen im Heilsturz an. Und zwar bin ich jetzt auf dem ersten Spot, auf den Koordinaten 69, 44. Und dort haben wir auf einem Turm quasi die erste Glyphe, die ich euch zeigen möchte. Und zwar bin ich jetzt hier schon einmal auf dem Turm drauf. Ihr seht, da haben wir den. Und die ist quasi nicht auf der Spitze, sondern einfach hier an der Seite dran. Tüten wir ein und damit haben wir dann eine von 10. Die nächste Glyphe ist relativ weit oben. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 62, 51 und ja, wie ihr sehen könnt, ist die auf diesem Kamm oben mit drauf, ne? Also da können wir dann einfach reinfliegen und auch Nummer 2 einmal eintüten. Ich zeige es nochmal auf der Map, hier ist quasi dieses Konstrukt, dieser Kamm oben drauf und da ist die Glyphe. Dann schauen wir uns den dritten Spot an und zwar haben wir den auf den Koordinaten 63, 65. Und da müssen wir ein bisschen an die Felswand ran, beziehungsweise ein bisschen unter der Felswand hier durch, in diesem kleinen Durchgang. Und dann haben wir auch das dritte eingetütet. Also ich zeige es nochmal auf der Map. Hier quasi gibt es so einen kleinen Durchgang. Die nächste Glyphe ist ein bisschen versteckter. Und zwar sind wir jetzt hier in diesem Dock von dem großen Luftschiff. Und ich befinde mich gerade auf dem Luftschiff. Wir müssen aber ein bisschen daneben hin, und zwar auf die Koordinaten 57, 64. Und die befindet sich nämlich unterhalb des Luftschiffs. Und zwar müssen wir da unter die Brücke rein, die zum Luftschiff rübergeht. Also diesen kleinen Einstieg. Und dort haben wir dann die nächste und auch damit vierte Glyphe eingetütet. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar einmal in Merrill da. Und da ist er auf den Koordinaten 43, 52. Und die sieht man relativ gut. Die ist quasi einfach hier über den Dächern platziert. Also da seht ihr das zwischen den zwei Dächern hier, haben wir das Ding einmal drin. Mal auf der Map gezeigt, also einfach hier quasi mittendrin durchfliegen. Der nächste Spot ist jetzt hier auf den Koordinaten 35, 33. Und das ist hier einfach bei dieser großen, ja, Kathedrale, würde ich sagen. Und eine von diesen Türmen hat dann einfach an der Seite noch die Glyphe mit dran. Also es ist der rechte Turm, wenn ihr auf die Kathedrale drauf schaut. Ja, da haben wir es. Für das nächste müssen wir wieder ein gutes Stück runter. Und zwar ist es hier auf den Koordinaten 31, 51 und ein bisschen von dieser Kathedrale entfernt. Das ist in so einem, ja, Luftschiff-Wrack quasi. Und ja, das können wir einfach einmal rausfischen da. Bei der nächsten Glyphe müssen wir dann einmal unter dem Gebäude durch. Und zwar auf den Koordinaten 44, 12 sind wir jetzt. Und dort müssen wir hier bei der Insel, diesmal nicht zwischen dem Dach oben durch, sondern hier einmal unten durch. Und da haben wir einmal die Glyphe. Der nächste Glyphenspot befindet sich dann einmal auf den Koordinaten 57, 32. Und hier ist es so, dass wir ein bisschen nach oben fliegen müssen. Und da haben wir hier in diesem kleinen Spalt einmal die Glyphe drin. Ich zeige es euch nochmal, wo wir sind. Also hier haben wir quasi diese beiden Pfähle nach oben und dazwischen drin ist das Teil. Die letzte Glyphe haben wir dann am hintersten Zipfel im Gebiet noch. Und zwar sind wir jetzt ganz hier oben auf den Koordinaten 63, 7 auf einer Insel. Und ja, da haben wir nur eine kleine Erhöhung hier am letzten Ende und dort ist dann unsere letzte Glyphe. Und da können wir auch schön die Aussicht genießen. Wunderbar. Tüten wir sie ein. Und damit haben wir auch das Gebiet einmal fertig abgeschlossen. Wunderbar. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.